Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Surviving Mars. Ja, hier landen schon wieder unsere Raketen. Und kümmern sich darum, dass unsere Sachen langsam sich weiterentwickeln. Ich bin aktuell beim Gucken wieder, was der Stand ist, weil es immer wieder natürlich über eine Woche gleich jetzt schon wieder her, seit dem letzten Mal. Also er lädt auf jeden Fall hier den Beton ein, hier sind 700 schon drin gelagert, 1, 2 haben wir insgesamt, 3, 4. Alter, das ist doch nicht normal. Treibstoff ist halt aktuell immer noch so ein Gut, was fehlt. Was sich hoffentlich nach einer Zeit auch ein bisschen beruhigen wird. Und auch sammelt, weil ansonsten haben wir ein Problem. Wasser ist schon bei 14%. Vegetation bei 3%. Geht aber 0,3% pro Zoll nach oben. Das ist natürlich schon mehr wie sonst. Immerhin, hier sind auch schon riesige Flächen teilweise. Wir tun hier aktuell Graspflanzen eigentlich. Schaut, ich sehe aber noch nicht so wirklich das Gras. Oder ist das das Gras jetzt? Ah, da ist das Gras, schaut euch. Der erste Grasflecken auf dem Mond. Cool. So, schauen wir mal. Haben wir noch irgendwelche Missionen auf hier oben drauf? Treibhausgase importen. Nicht genug Geldmittel. Was ist das hier oben? Neue Technologien. Dafür braucht man einen ferngesteuerten Expeditionsfliegerschau. Ein Flieger für Expeditionen sozusagen. So, es ist ja aktuell unser Problem. Wir haben keine wirklichen Edelmetallexporte mehr, weil. Weil. Zack, wo war es denn jetzt hier? Forschung. Wir der Extraktion aus der Tiefe brauchen. Ich glaube, die sollten wir auch ein bisschen nach vorne schieben, auch wenn die widerstandsfähige Vegetation ja sehr geil ist. Wir brauchen das eigentlich. Automatisierte Farmen, Upgrade für Farmen, Hydrokulturen und Pilzfarmen, Automatisierung verringert die Anzahl der benötigten Arbeiter. Schön. Planetare Projekte, schaltet Spezialprojekte frei, Vegetation verbreiten, verbessert Vegetation und Wolkensaat, verbessert Wasser, verfügbar über die Planetenansicht. Gut, das Problem ist ja halt aktuell eher, dass wir nicht genug haben von allem. Beziehungsweise der Wohnplatz relativ 34, da können wir aber eigentlich eine Passagierrakete losschicken. Botaniker, die tun mal die Touristen hier raus. Touristen brauchen wir aktuell, wir brauchen Mitarbeiter. Geologe, Botaniker, Insel sind ja vor allem bei mir gefragt. Offizier ist auch nicht schlecht, ein Mediziner. Ingenieur. Das sind alles nur noch Touristen. Jetzt sehen die One brauchen wir absolut eigentlich gar nicht. Ausgewählt habe ich sogar zu einem zu viel. Wir nehmen einen mit denen raus und dann starten wir die Rakete. So, jetzt haben wir hier langsam schon wieder ein bisschen was auf Lager. 8 von 30. Aber ansonsten ist das eigentlich gerade alles in einem einigermaßen Zustand. Hier ist aber auch bald Schluss. Langsam müssen wir uns dann sozusagen nach den neuen Gütern umschauen, die wir brauchen. So. Stromschalter. Schauen wir mal, was können wir denn hier noch alles schön machen? Olympus Hotel. Eine Schulspitze. Also langsam wird es ja. Die Sache mit Vegetation ist natürlich noch, dass das alles ein bisschen dauert. So, wir haben wieder einen Sektor gescannt.
Sind wir bald eh durch. Dann haben wir alles bei uns gescannt hier. So, hier wird jetzt alles rein und rausgeladen. Ein bisschen was hat sich hier schon wieder gesammelt. Aber natürlich dadurch, dass wir das Tor zum Sommer. Willst du etwa leben? Die Kunden von Ewig Sommer, einer riesigen Kryonik-Firma, anscheinend schon. Aus Angst vor dem Kataklysmus sich die 10 reichsten Kunden von Ewig Sommer einfrieren und mit einer Rakete ins All schießen lassen. Sie steuert auf dem Mars zu und sie verlassen sich darauf, dass sich unsere Kolonie um die kosmischen Arche kümmert. Ewiger Sommer deutet sogar an, dass es sich für uns rentiert, könnte die Wünsche ihrer Kunden zu erfüllen. Effekt: Die Rakete von Ewig Sommer wird regelmäßig um Landeerlaubnis bitten. Wenn du sie mit Treibstoff, Maschinenteil und elektronisch versorgst, erhältst du beim Start sofort 15. Das. Oligarch, ich darf das nicht. Oh, das wäre mega geil. Ne, das ist doch etwas. Wir bieten da den Landeprozess an. Was ist das jetzt? Ah, das ist unser Phönix. Gehen wir hier gleich mal zur Landung hin. Ins Grüne. Das ist jetzt. Das ist Ewig Sommer. Angeforderte Fracht. Holy shit, habe ich so viel auf Lager? Ja, habe ich. Lol. Elektronische Teile habe ich mittlerweile echt viele. Oh. Hier ist es noch so ein bisschen haperig, aber es geht gut voran. Nein, Export wird direkt deaktiviert. Dann kommt schon der erste Homesick wieder. Du bist eigentlich auch wieder ready zum Start. So. Nahrung wird ausgelassen. Ankommende Kolonisten haben wir schon mal. Und dadurch sollte sich hoffentlich auch die Leute, die arbeiten, ein bisschen erhöhen. Also hier eine Elektronikfabrik wird ordentlich produziert. Hier eine Maschinenteilefabrik, die produziert aber auch ordentlich. Die produzieren auch brav. Verfügbar 23. Das ist auch nicht schlecht. So. Startest du gleich wieder hoch. So, das ist jetzt die ewige Sonne, die uns Geld gibt. Was ich vorteilhaft ist für uns jetzt sozusagen eine dauerhafte Produktion an Geld. Brauchen natürlich dafür jetzt immer Energie und Treibstoff und alles muss natürlich in dementsprechend in ordentlichen Mengen produziert werden. Hier mal die Upgrade, schauen wir mal, wie viel sie dann produziert. Produktion pro 12 ist aktuell 12. So, jetzt wird natürlich angefordert und die Produktion auch hier aufgefüllt. So, ich würde gerne halt wissen, wie viel die produzieren, wenn ich die jetzt fertig mache. Weil es ja doch eigentlich recht interessant ist, wenn man so überlegt. Wir produzieren die aktuell 12. Komplette Fabriken KI plus 20 Produktion. Das sollte also einen ordentlichen Schub geben. Täglich 14, das ist schon mal ordentlich. Jetzt fehlt eigentlich nur noch ein Upgrade bei dem hier. So. Auch bald voll. Es hat uns natürlich jetzt ordentlich an Ressourcen gekostet. Wenn wir es so sehen, komm. Und Verstärker-Upgrade plus 25 Produktion nochmal. ...17 produziert das Ding. Von 12 auf 17 sind immerhin 7 mehr. Ein bisschen über 7 Einheiten mehr. Aber es lohnt sich natürlich, die Dinger abzugraden, weil sie dann natürlich ein bisschen flotter produzieren. Mal gucken, 1,2 hat er auf Lager. 1,9.
Nach dem Laden hat er jetzt dann, oder nach dem Speichern, hat er jetzt dann gleich wieder 1 wahrscheinlich auf Lager, oder? Ja, 1,7. Schau mal, wie schnell das Ding produziert. 2, 1,4. Also eigentlich muss man sagen, wäre es schlau, das zu tun. Dem Ding fehlen aber aktuell noch 2 Maschinenteile irgendwie. Frag mich nicht wie, aber es fehlen noch die 2. Jetzt nur noch 1. Und mit dem Preis können wir halt unseren Rennen theoretisch gleich nachkaufen. Wenn es sein müsste. Aber aktuell sind wir ja in der Produktion her höher, wie es gebraucht wird. So, jetzt sollten wir dann langsam unser Geld kriegen. Dann könnten wir nicht auch so ein Safari-Fahrzeug leisten. Oder? Ja, perfekt. Okay, jetzt können wir uns... Die Rakete habe ich auch schon starten lassen. Eine Rakete, eine Frachtrakete. Und jetzt brauchen wir Fertigbauten. Aber nee, der brauche ich nicht. Aber ich bräuchte einen... Safari-Fahrzeug. Oh, das kostet 500 Millionen. Ja. Da kann ich ja einen riesigen Vorrat davon kaufen. Also entweder ich kaufe diesen Erkunder. Wie von denen könnte ich kaufen? 25, wenn ich sage, ich tue das nachkaufen. Na, du kriegst das nicht ganz rein, ne? Man kriegt es nicht ganz rein. Ich brauche einfach dieses Safari-Fahrzeug jetzt in dem Fall. Weil ich damit halt die Sachen umsetzen kann. Eigentlich haben wir eine Farm, die sich darum jetzt kümmern sollte. Die macht hier Saatgut halt jetzt in einem kleinen Stil. Aber immerhin etwas. Die Leute laufen hier rum, die Tiere laufen hier rum, alles gut soweit. Sind wir wieder im Pinguin irgendwo? Ich sehe Hasen, ich sehe Pferde, ich sehe Hunde. Pinguin, da ist er doch. So, neues Angebot ist auch wieder da. Das Lager ist halt echt gleich voll, ne? Nutzlast nichts. Prozent schon, das ist auch nicht schlecht. So ein bisschen was haben wir schon gelagert, das ist natürlich auch cool. Ein bisschen was ist schon im Lager. Natürlich noch nicht viel, aber immerhin etwas. Das ist so ein Bereich, wo man noch was machen könnte. Neue Alemannie gefunden. Neue Technologie. Sind wir noch gleich dabei. Was hast du dabei? Einen ferngesteuerten Roboter. So, wo rollt jetzt unser Gerät her? Er war hier unten unterwegs. Eieiei. So. Im Gebäude heute gesamt das Komfort. Safari-Route erstellen. Aber was jetzt erstmal wichtig ist, ist dieses Dawn-Projekt. Wo ich jetzt auf Expedition aussenden klicke und hier auf Bereit. Und dann gehen die mal da drauf und bringen mir hoffentlich eine neue Technologie, die ich wirklich auch benötigen kann. Das wäre natürlich los. Das Lager wird immer voller. Also mit den Forderungen geht das auch gut voran. So.
Langsam füllt sich das Lager, das ist gut zu wissen. Wäre wenn nicht... Uff, was? Warum sind wir bei minus 4? Oh, weil wir keine Lagerplätze mehr haben. Shit. Kleine Mülldeponie müssen hier noch auftauchen. Für die gibt es hier zwischen noch Plätze. Wo wir die aufbringen können. Ah, die brauchen wir natürlich. So. Nutzlatz lastet nichts. Schauen, was haben wir denn hier so schön im Forschungsbereich jetzt? Irgendwas müssen wir freigeschaltet haben. Wasserextraktion aus der Tiefe haben wir schon. Verhaltensform, neue Spitze, Sanatorium. Mhm. Irgendwas haben wir freigeschaltet. Ich weiß bloß aktuell nicht was. Den Deal nehmen wir weiterhin an. So. Der ist noch beim Analysieren. Sind wir mal gespannt, was der gleich rausbringt. Jetzt sind wir hier. Das kostet halt ewig viel Zeit auch. So, dann gehen wir ihm hier nochmal. Sammeln aus dem Gebiet alles, bring sie hin. Ich will langsam sozusagen noch die Ressourcen hier außenrum aufsammeln. Schau, der macht's auch grün. Cool. Über so kleine grüne Flecke mittlerweile. Den Rover-Dozer bringen wir auch mal hier hin. Hier oben haben sie noch nicht freigeschaufelt, das ist natürlich nicht gut. So. Auf Expedition schicken, oder nicht so wirklich eine Expedition. Aktuell haben wir nicht wirklich welche. Stellen den mal hier hin, der kann hoffentlich helfen. Die sind auch über ordentlich Haufen noch. Eisen. Ja, die Minen sind leer. Shit. Ausschlachten. Das waren unsere Metallvorkommen. Wir brauchen jetzt echt dieses tiefliegende eigentlich. Was wir höchstens machen können, ich glaube hier oben gab es das. Eine kleine Kuppel hierhin, die sich darum kümmert. Haben wir irgendwo wieder... Das wäre halt die einzig sinnvolle aktuelle. Wie viel ist da drin? 600. Das reicht nicht lange. Wir brauchen so ein großes Vorkommen, was 3000 beinhaltet. Und da wäre in der Nähe das hier. Das bringt 2700 mit sich. So. Standardkuppel kriegt nur das hin. Wenn wir jetzt von einer großen zylindrischen Kuppel sprechen, kriegen wir auch. Akzeptieren.
auch schon fertig, der hier. Schänzer dann. Alles. Bringst nach hier. Ressourcen einladen. So, erstmal tonnenweise Ressourcen bei dem vorderen Lake machen. Komm schon. Und hier entladen. Sektor scan. Der Nachteil an der Remote-Kuppel ist natürlich wieder, wir müssen alles extra versorgen. Aber wir hätten halt hier echt ein Eisenvorkommen auch. Drohnenhub. Keine Kabelverbindung, das können wir auch lösen. Es wird jetzt natürlich nochmal ein bisschen etwas nervig werden, aber links gerade auf den Kabel bis nach da drüben verlegen. Wir haben noch unseren großen Freund hier, dann können wir doch rein theoretisch. Nee, da ist unser Vorkommen erschöpft. Wir haben Vorkommen erschöpft, shit. Deep Water Extraction. Wo haben wir denn Deep Water? Deep Water, weil Deep Water gleich können wir schon machen. Tiefliegendes Wasser. Eisasteroidenfänger, neues Spezialprojekt. So, schauen wir mal. Hier ist 45.000 Wasser, jetzt 10.000 Wasser. Da sind gerade wieder Asteroiden unterwegs. Yahoo! 10.000. 10.000. 70.000. 9.000. 50.000. 10.000. Also muss ich eigentlich eine Rampe jetzt von hier nach da noch ziehen. Der kriegt von mir noch ordentlich was drauf. 20 Drohnen soll der mitführen.
Dann wird das hier unsere... Das Ganze an. Da haben wir noch Eisen. Ne, Geschenkefälle sind das. Hat das nicht gereicht? Dann helfen wir da kurz mit, weil dann können wir hier die Kabellage runter verlegen. Hoffentlich. Hier haben wir ein 9000er Feld. Hier haben wir ein 7000er Feld. Idee wäre ja sozusagen, Strom und alles, was wir nach da unten verlegt haben, um anzuschließen, dass die Netze sich jetzt verbinden können. Mal gleich noch hier einen Lagerplatz. Schau mal, wie viel wird Nebel gebraucht. Alter, da wird auch wieder massig rausgerissen. Das ist natürlich wieder Mammutprojekt, aber wir müssen halt diese tiefen Sachen jetzt anfangen. Halt keine andere Möglichkeit aktuell mehr wirklich. Außer zu sagen, wir müssen jedes einzelne Ressourcenfeld irgendwie harvesten. Da wird es auch so eine Deponie mal zu errichten, die wieder Platz ohne Ende verbraucht, aber halt natürlich dementsprechend auch die Ressourcen halten kann. Neue Handelsroute, Russland 160 für das Handelsangebot, nehmen wir auch an. Neue Anomalie gefunden. Das könnte uns nochmal ein bisschen was helfen. Das könnte noch ein bisschen helfen. Ich wollte hier jetzt nochmal gucken, wie es ausschaut hier. Das ist fast bummvoll, bedeutet fürs erste brauchen wir dann auch davon nichts mehr. Was auf jeden Fall hier noch verlegt werden muss, ist jetzt dann Strom und all sowas. Das ist natürlich ein bisschen blöd gemacht, aber was willst du machen, ne? Was ist denn jetzt hier? Wir müssen jetzt hier auf jede Gebiete aufteilen. Und vor allem auch an die ganzen Wasseranbindungen jetzt ziehen. Was soll man machen? Wir müssen irgendwie... Neue Technologien können erforscht werden. Schaut jetzt weder pretty noch irgendwas anderes aus, aber es muss so sein. Von dem tiefen Wasser müssen wir jetzt dann absaugen, wie sonst noch was. Neue Technologien. Lokal begrenztes Terraforming, nukleares Terraforming. Nukleares Terraforming, Megasatellit, schaltet folgende Spezialfolge. Weltraumspiegel starten, verbessert Temperatur und Magnetjet starten, verringert Verlust von Atmosphäre, verfügbar über die Planetenansicht. Lokal begrenztes Terraforming, neues Wunder.
Viewscape-Kuppel. Stück Ermaß, diese Kuppel verfügt über hohen Komfort und regeneriert täglich die Bewohnheit. Okay. Also müsste ich jetzt unter Kuppel. Oder ist das dann so ein Special Project? Wie schaut es eigentlich mit uns aus? Das dauert eh noch ewig. Shit. Also mit Metall werden wir in nächster Zeit echt keinen Spaß haben. Ich weiß nicht, wie wir das Ganze jetzt handeln sollen fürs Erste. Das Problem ist halt, dass gleichzeitig alles leer geworden ist jetzt. Das ist natürlich für mich jetzt gerade noch so eine Sache, die uns so ein bisschen in den Arsch beißt. Drohnenenergie, Kolonisten klauen, Gebäude doppelt den Fatsche. So. Das Problem ist halt diese Leitung, die ich wieder ziehen muss, jetzt damit ich Wasser hier unten habe. Sektor scanned. Gefunden, Anomalie, noch eine. Ist er fertig? Er liefert gerade mal alles ab, was er findet. Natürlich auch so, wenn wir nicht die bestimmten Sachen sammeln, dann können wir die Linie gar nicht bauen. Und das macht es natürlich noch so beschissener, weil wir brauchen ja Metall dafür, dass wir das hier können. Wir müssen ja die ganzen Reihen hier errichten noch und alles so. Und alles gleich von dem, was wir hier sehen, braucht Metall. Das ist, keine Ahnung, wie viel, 100 Metall wieder, was wir nur für eine Verkabelung brauchen, weil wir dann nie alles abgegrast haben. Gut ist natürlich, dass hier schon ein paar Mengen liegen. Das sind natürlich trotzdem Mengen, die wir brauchen, die nicht normal sind. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.